Einst war Mata Nui eine Insel, auf der überall Frieden herrschte. Von Mangkai-Vulkan mit seinen kochenden Lavaströmen bis zum Nahusee mit seinem kristallklaren Wasser. Von den vereisten Hängen des Mount Ihu bis hinunter zum weißen Strand, wo die Bewohner ausgelassen Koli spielten. Ein wahres Paradies. Aber Mata Nui war auch eine Insel der Sagen, Legenden und Prophezeiungen. Sie wurden von den Einwohnern Mata Nuis über Generationen hinweg weitererzählt. Eine dieser Sagen kündete von einer dunklen Macht, die den Schatten des Unheils über die Insel werfen würde. Doch lauschen wir den Worten Wakamas, wenn er von der Sage der Toa erzählt. Als die Zeit ihren Anfang nahm, wurde der große Mata Nui zu uns geschickt, um uns das Leben zu bringen. Mit ihm kam Freude und Licht auf unsere Insel. Voller Dankbarkeit gaben wir ihr seinen Namen und erlebten eine lange Zeit der Blüte und des Wohlstands. Bis ihm Makuta, der Bruder Mata Nuis, heimlich zur Insel folgte. Er beneidete seinen Bruder um die Verehrung durch die Inselbewohner und wollte Mata Nui vernichten. Ein langer Kampf begann. Er endete erst, als Mata Nui von Makuta ausgetrickst in einen ewigen Schlaf versetzt wurde. Aber nach diesem schmählichen Sieg wollte kein Bewohner Makuta als neuen Herrscher anerkennen und verehren. Voller Zorn schuf Makuta Orte des Schattens, wo fürchterliche Bestien lauerten, die jeden angriffen, der sich ihnen näherte. Unsere einzige Hoffnung waren die Toa, die einer alten Prophezeiung nach kommen würden, um uns zu retten. So geschah es auch. Eines Tages wurden geheimnisvolle Behälter an den Strand unserer Insel geschwemmt. Ihnen entstiegen die sechs mächtigen Helden mit der Aufgabe, Mata Nui vom Bösen zu befreien. Doch die Toa kannten sich auf Mata Nui nicht aus. Da eilten die weisen Turaga herbei, um den Toa die verborgenen Orte, Wege und Höhlen zu zeigen. Denn die Toa mussten die Kanohi, die Masken der Macht, finden, um ihre Mission erfüllen zu können. Da war Onua, der Toa der Erde. Im hellen Licht ist er fast blind und hilflos. Doch in den dunklen Höhlen der Insel kann er seine wahre Stärke entfalten und ist durch nichts aufzuhalten. In der kalten Welt von Kovahi trafen wir auf Kopaka, den Tor des Eises. Unzählige Male brachte er dort mit seinem Eisschwert mächtige Lawinen zum Stillstand und das Eis zum Zerspringen. So langsam Leva, der Toa der Luft, sich auf der Erde fortbewegt, umso schneller schwingt er sich durch die Lüfte. Da kann ihm so leicht keiner folgen. Hier ist er in seinem Element. Doch auch er muss sich vor den infizierten Masken hüten, die Makuta überall versteckt hat. Wenn die Erde zittert und bebt, dann weiß jeder, dass sich Pohatu nähert. Der Tor des Steins versteht es, die Energie, die sich in jedem Stein befindet, geschickt für sich zu nutzen. Und dieses Wissen gab er bereitwillig an die Steinhauer weiter, die damit so manch großartigen Tempel errichteten. Der Tor des Feuers beeindruckte uns mit einem Feuerschwert, das wir noch nie zuvor gesehen hatten. Damit kann er selbst härteste Felsen zum Schmelzen bringen.
Doch niemals erhebt er dieses Schwert direkt gegen einen Gegner. Vielmehr verlässt er sich auf seine Geschicklichkeit und auf seinen heldenhaften Mut. Vom Feuer zum Wasser. Hier ist Gali zu Hause, die Toa des Wassers. Mit ihren einzigartigen Greifhaken kann sie glatteste Felswände mühelos erklimmen. Sie ist die Toa der Freundschaft und des Vertrauens. Wann immer sie Zeit fand, lehrte sie uns, dass wir nur dann stark genug sind, wenn alle zusammenhalten. Obwohl die Toa einzigartige Fähigkeiten besaßen, konnten sie damit allein ihre Mission auf Mata Nui nicht erfüllen. Sie mussten die Kanohi finden. Denn diese Masken verliehen ihnen geheime Kräfte, Macht und Wissen. Nur mit den Kanohi konnten sie den lauernden Gefahren und den Attacken wilder Kreaturen wie den grausamen Rahi widerstehen. Für die Toa begann eine harte Zeit. Sie gaben alles, um die Macht von Makuta immer weiter zurückzudrängen. Eines Tages dachten sie, Makuta sei für immer besiegt. Dann trafen sich die Toa am großen Tempel. Sie wollten sich gegenseitig von ihren Heldentaten berichten. Doch mitten in diese Runde traf eine Botschaft ein, die jeden, der sie hörte, in Angst und Schrecken versetzte. Eine alte Legende sollte wahr werden. Die Borok kommen. Tief im Inneren von Mata Nui schlummerten seit ewigen Zeiten unzählige Kokons. Über ihren Inhalt wusste keiner genau Bescheid. Doch jetzt sind sie zum Leben erwacht. Aus den Kokons schlüpfen die Borok. Die Borok sind fürchterliche Kreaturen, die nur eine Bestimmung haben. Mata Nui für immer zu verändern. Sie sind heimtückisch und unglaublich stark. Um ihre geheimnisvolle Mission zu erfüllen, überrollen sie alles, was ihnen im Wege steht. In allen Borok stecken unglaublich böse Kräfte. Vor ihnen haben sogar die mächtigen Toa Angst. Es sind die fürchterlichen Krana, die Borok-Schwärme kontrollieren. Jede einzelne Krana weist dem Borok, der sie in sich trägt, eine besondere Bestimmung zu. Bei Bedrohung springt die Krana auf das Gesicht des Gegners und gewinnt die Kontrolle über seinen Körper.
So steckt in jedem Borok ein ungelöstes Geheimnis. Auch in Tanok, dem Borok des Feuers. Er ist meist unbeherrscht und schlecht gelaunt. Unkontrollierte Wutanfälle lassen ihn explodieren und alles in seinem Umkreis zerstören. Galok, der Borok des Wassers, ist aus einer besonderen Materie und kann beliebige Formen annehmen. Erst täuscht er seinen Gegnern Hilflosigkeit vor, dann schlägt er plötzlich zu. Noch gefährlicher ist Nuvok, der Borok der Erde. Überaus trickreich hetzt er andere Borok gegen ihre Feinde auf. List und Tücke kennzeichnen Korak. Strategisch plant der Borok des Eises den Kampf mit dem Gegner und besiegt ihn auf kühle und berechnende Art. Parak, der Borok des Steins, ist dagegen einfältig und leicht zu überlisten. Aber dafür ist er umso stärker und furchtloser. Wird er angegriffen, kämpft er bis zum Umfallen. Wenn alles in Schutt und Asche liegt, kommt Levak zum Einsatz. Schnell und zielsicher macht der Borok der Lüfte Schluss mit allem, was noch da ist. In 6 Schwärmen verbreiten die Borok Chaos auf der Insel Mata Nui. Nur die Toa können sie stoppen. Aber sie müssen der Gefahr ins Auge sehen. Die mächtigen Helden von Mata Nui stehen vor ihrer gefährlichsten Aufgabe. Dabei müssen sie große Vorsicht walten lassen. Auch wenn sich die Borok in ihre Kokons zurückziehen, bleiben sie immer brandgefährlich. Weckst du einen, weckst du sie alle. Bionicle, werde Teil der Legende. Tief im Inneren von Mata Nui erwacht eine neue Gefahr. Die Borok. Kontrolliert von geheimnisvollen Krana sind sie eine große Gefahr für die Toa. Die Borok kommen in Schwärmen, schlagen blitzschnell zu und ziehen sich in ihr Kokon zurück. Bionicle, weckst du einen, weckst du sie alle.